Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier in der Proxmox-Serie. In diesem möchte ich dir zeigen, wie du eine fertige virtuelle Maschine bzw. eine VMDK-Datei, um genauer zu sein, oder auch ein generisches Image in deinen Proxmox reinbekommst, um davon eine virtuelle Maschine dann starten zu können. Denn wir haben hier keine Möglichkeit, fertige virtuelle Maschinen, die man irgendwo herunterladen kann, hochzuladen und dann zu starten. In Proxmox selber haben wir nur die Möglichkeit, zumindest über das Webinterface, eine neue virtuelle Maschine anzulegen oder eben einen neuen Container anzulegen. Manchmal gibt es aber Softwarepakete, die als fertige virtuelle Maschine bereitstehen, die man nur herunterladen und starten müsste. Das geht aber so erstmal nicht. Hier in diesem Tutorial-Video will ich dir zeigen, wie du zum Beispiel einen Freifunk-Offloader bei dir in deinem Proxmox installieren kannst. Denn das ist ein ganz tolles und auch wunderbares Szenario, was man problemlos zu Hause nachstellen kann, um sich mal mit der Thematik etwas beschäftigen zu können. Das hat zwei Gründe. Zum einen kann man einen Freifunk-Offloader ganz gut gebrauchen, wenn man Freifunk-Hotspots betreibt und diese doch mit mehr Power versorgt werden sollen, weil die Router nicht allzu viel Power haben, aber dein Server schon. Und der zweite Punkt ist eben, die Images sind sehr klein, man kann also sehr schnell damit mal einen Erfolg erzielen. Zum Basteln ist es also wunderbar geeignet. Um jetzt eine fertige virtuelle Maschine bzw. wenn wir was genauer bezeichnen sollen, eine VMDK-Datei oder ein generisches Image in Proxmox reinzubekommen, brauchen wir erst einmal eine neue virtuelle Maschine, die uns als Hülle dient. Denn an diese möchten wir nachher die Datei an sich andocken. Wir gehen dann dazu hin, locken uns eben in Proxmox ein und erstellen auf dem Host, wo wir das Ganze betreiben wollen, eben eine neue virtuelle Maschine. Also lege ich hier eine neue VM an, benenne das Ganze jetzt hier einfach mal zum Beispiel VM Freifunk, weil es eben mein Freifunk-Offloader werden soll. Dann gehen wir hier vorwärts und wählen bei OS den Punkt kein Medium verwenden aus, denn wir haben hier keins. Was ihr noch passend setzen müsst, ist hier das Gastbetriebssystem. Je nachdem, ob ihr jetzt eine Linux-VM oder eine Windows-VM importieren möchtet, müsst ihr hier dementsprechend den Typ und die Version passend setzen. In meinem Fall ist der Freifunk-Router ja ein Linux-Image, von dem her passt das so. Dann können wir hier auf Vorwärts drücken. Bei System müssen wir so groß nichts anpassen, es sei denn, ihr wisst genau, euer System braucht diverse Voraussetzungen, wie zum Beispiel hier ein TPM-Modul. Dann müsst ihr eben die Option hier passend für eure Gegebenheiten setzen. Dann drücken wir hier wieder auf Vorwärts und müssen nun eine Dummy-Festplatte anlegen. Warum Dummy-Festplatte? Ja, die löschen wir eh gleich, nur ich kann jetzt hier durch das Setup nicht durchgehen und keine Festplatte anlegen. Deswegen legen wir hier einfach kurz eine an und löschen sie einfach später wieder. Damit der Freifunk-Router bei mir problemlos startet, muss ich auch hier tatsächlich hingehen und bei Bus-Device nicht SCSI auswählen, sondern Wirt-IO-Block. Wenn eure VM nachher nicht sauber starten sollte und im Bootloop hängt und die Festplatte nicht richtig nutzbar ist, dann spielt hier mal mit den verschiedenen Werten rum. Einer von denen sollte dann funktionieren. Das war zumindest bei mir die Lösung. Wir können dann hier noch ein Storage angeben, da ist jetzt bei mir der HV-Speicher, also der hochverfügbare Speicher drin, das passt. Und bei dieser Größe können wir irgendwas eintragen, wir löschen die Platte eh gleich, also ich kann hier auch nur sagen 1 GB. Wir gehen dann hier wieder auf Vorwärts, können dann hier noch die CPU-Cores bestimmen. Wenn wir mehr Power brauchen, können wir das Ganze erhöhen. Ich gebe jetzt hier meinem Router mal 2 Kerne. Dann müssen wir noch den Arbeitsspeicher bestimmen. Standardgemäß steht das Ganze auf 2 GB, je nachdem was er importiert, braucht die virtuelle Maschine eben mal ein bisschen mehr oder weniger Arbeitsspeicher. Mir reichen jetzt hier zum Beispiel auch nur 512 MB. Ein Hinweis hier, deaktiviert, wenn ihr die Option zur Verfügung habt, das Ballooning, denn das kann unter Umständen bei Freifunk zu Problemen führen. Dann gehen wir hier wieder auf Vorwärts, können hier noch das Netzwerk anpassen und hier werde ich für Freifunk passend jetzt ein totes VLAN noch hinzufügen, denn über den Netzwerkport hier ist dann nachher ja der Router erreichbar für die Erstkonfiguration und der Router selber hat auch einen DHCP-Server aktiv. 2 DHCP-Server in meinem Netzwerk ist keine tolle Idee. Deswegen setze ich das Ganze noch in ein totes VLAN und zeige euch gleich nachher, wie wir hier mit einem kleinen Trick dann das Ganze einrichten werden. Das VLAN an sich existiert dann auch nur auf meinem einen Host hier und wird nirgendwo hingeroutet, deswegen kann auch in meinem Netzwerk nichts passieren. Wir gehen dann hier wieder auf Vorwärts und bestätigen das Ganze noch. Perfekt. Wir haben jetzt hier eine fertige Hülle angelegt, die wir jetzt gleich mit dem Image von Freifunk ausstatten werden. Doch bevor wir das machen können, müssen wir uns natürlich das erstmal besorgen. In meiner Umgebung ist hier die Community Freifunk 3 Ländereck aktiv, deswegen bin ich auch den quasi beigetreten mit der Firmware hier. Je nachdem, wo ihr wohnt, habt ihr eben eine andere Community. Alle Communities stellen aber passende Firmware-Versionen bereit, die man eben herunterladen kann.
Hier bei mir ist es jetzt eben über diese Webseite. Ich kann hier problemlos suchen, kann hier aber auch einen manuellen Filter angeben und zum Beispiel mal hier nach x86 filtern. Dann bekomme ich hier die passenden Downloads direkt angezeigt. Wir haben hier einmal die generischen Images, die ich auch jetzt gleich verwenden werde. Wir haben aber auch hier die passenden Downloads für VMware oder auch VirtualBox. Bei VMware kriegen wir eben die VMDK-Dateien, mit denen wir auch über Proxmox arbeiten können. In meinem Fall geht es aber mit Proxmox am besten, wenn ich hier das generische Image verwende. Deswegen drücke ich hier eben den 64-Bit-Download an. Gehe dann hin und wähle hier die Erstinstallation aus. Und nutze hier die aktuellste, stabile Version. Allerdings gehe ich jetzt nicht hin und lade das Ganze hier lokal auf meinen Rechner runter, sondern ich kopiere mir hier einfach den Download-Link und wir fügen den gleich in der Shell auf unserem Host ein. So muss ich das jetzt hier nicht runterladen und auf den Host wieder hochladen. Wir gehen dann wieder zurück auf unseren Host und gehen jetzt in die Shell. Allerdings mache ich das Ganze jetzt hier ein bisschen anders, denn dann können wir es einfacher eingeben. Ich öffne mir hier jetzt ein neues Terminal auf meiner Linux-Instanz. Auf Windows kann man es über die PowerShell oder mit PuTTY machen. Und ich verbinde mich jetzt direkt mit meinem Proxmox-Host. Also gebe ich hier ein SSH, dann nutzen wir den Nutzer root, geben einen Add ein und die IP-Adresse meines Hosts. In dem Fall die 192.168.178.92. Ich schicke das Ganze ab, gebe noch das Passwort ein und dann habe ich mich darauf angemeldet. Mache hier jetzt einfach mal das Ganze auf Vollbild, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wir müssen jetzt hier über die SSH-Sitzung einfach uns das Image herunterladen von unserer Freifunk-Firmware und diese an unsere bestehende virtuelle Maschine nun andocken. Dazu gehen wir hin, gehen einfach mal in ein Verzeichnis, wo wir etwas Speicherplatz zur Verfügung haben. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal über das Home-Verzeichnis, also CD, Home, und dann lade ich hier jetzt alles mal runter. Ihr könnt in irgendein beliebiges Verzeichnis gehen, wo eben genügend Speicherplatz für euer Vorhaben zur Verfügung steht. Dann gebe ich hier einfach ein wget, um eben Dateien herunterzuladen, mache ein Leerzeichen und füge jetzt hier einfach den Link von meinem Image ein, also Rechtsklick, einfügen und dann habe ich hier eben den aktuellen Download drin stehen. Ich schicke das Ganze ab und lasse das Image kurz herunterladen. Da die Freifunk-Images sehr klein sind, weil sie auch auf den Router natürlich Platz finden müssen, geht das Ganze auch sehr schnell. Als nächstes muss ich jetzt hier das Image noch entpacken, denn das ist, wie wir hier sehen, noch gepackt in ein .gz-Archiv. Um das Ganze jetzt zu entpacken, gehen wir hin und nutzen den Befehl gzip, Leerzeichen minus d und dann fügen wir einfach hier den Namen ein, also Gluon in dem Fall. Und wenn ich Tab drücke, dann autovervollständigt er mir hier das Ganze, dann schicke ich das ab. Er entpackt das Archiv und löscht das bestehende Archiv, sodass ich nur noch die Originaldatei da zur Verfügung habe. Wenn ich jetzt hier ins Verzeichnis reingucke, habe ich jetzt hier mein Image. Damit ich jetzt das Image hier verwenden kann, muss ich das Ganze jetzt einfach nur noch als Disk umformatieren. Das kriegen wir hin, indem wir einfach den Befehl cat nutzen, dann den Dateinamen angeben, also hier in meinem Fall Gluon und dann Freifunk 3 Ländereck, die Versionsangabe mit der Architektur x86 in der 64-Bit-Version. Und das Ganze schieben wir jetzt mit dem größer als Zeichen in eine neue Datei. Diese nennen wir VM minus. Und jetzt die ID der VM. Wir gehen zurück in Proxmox und gucken nach. Das ist die ID 115 jetzt bei mir. Also tragen wir hier die 115 ein. Minus Disk. Und jetzt brauchen wir einfach die fortlaufende Nummer. Denn unsere VM hat ja schon eine Disk. Wenn wir hier bei Hardware reingucken, dann haben wir hier ja die Disk 0, welche wir gerade noch angelegt haben, die wir aber gleich löschen werden. Aber wir gehen hin und benennen das Ganze jetzt Disk 1 und dann einfach .raw. Wir schicken das Ganze ab und das Ganze geht tatsächlich jetzt sehr schnell, weil die Datei ist ja nicht groß. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann habe ich jetzt hier die neue Datei. Wenn ich jetzt hier auch die Dateigröße mal kurz anzeigen lasse, dann sind die tatsächlich identisch. Perfekt. Jetzt müssen wir diese Datei einfach nur noch an unsere virtuelle Maschine andocken bzw. importieren. Das kriegen wir hin mit QM, Leerzeichen, Import Disk, dann Leerzeichen und jetzt die ID von unserer virtuellen Maschine, die wir damit bestücken wollen. Hier in meinem Fall eben die 115. Und dann geben wir einfach den vollen Pfad an, wo jetzt eben unsere Disk hier liegt. Also hier in meinem Fall Leerzeichen, dann slash home. Mit Tab könnt ihr auch hier alles wieder vervollständigen. Und dann eben die Datei vm-115-disk1.raw. Auch hier mit Tab
alles vervollständigen, dann verschreibt ihr euch nicht. Nun müssen wir noch angeben, wo wir das Ganze hin machen möchten. Bedeutet, welchen Speicher wir jetzt verwenden möchten für diese Disk. Ich habe ja hier meinen hochverfügbaren Speicher, also meinen HV-Speicher, den ich gerne dafür verwenden möchte. Das könnte jetzt auch bei euch der große Storage sein, wo eben die ganzen VMs und Container drauf liegen. Ihr könnt das Ganze aber auch hier zum Beispiel auf local-lvm legen, wenn ihr möchtet. Ich möchte es aber auf meinem hochverfügbaren Speicher ablegen, deswegen gebe ich auch hier jetzt noch den Namen meines hochverfügbaren Speichers an, was bei mir HV-Speicher ist. Wenn ihr es eben auf local-lvm legen möchtet, dann gebt ihr hier einfach local-lvm an. Wir schicken dann das Ganze ab und die Disk wird importiert. Je nachdem, wie groß die eben ist, geht es einen kleinen Moment, aber der Freifunk-Router ist ja schön klein, deswegen ist das ratzfatz getan. Wir sehen dann hier Successfully Imported Disk as Unused und dann eben der Zielspeicher, wo wir angegeben haben und den Disk-Namen. Wichtig hierbei, das ganze Ding, wie es auch hier dran steht, ist erstmal nicht genutzt, also unused. Wenn wir also jetzt die VM starten, wird die Disk einfach nicht genutzt. Das müssen wir jetzt natürlich noch ändern. Also gehen wir zurück in Proxmox, gehen dann hier auf unsere virtuelle Maschine, gehen dann eben wieder auf Hardware und dann haben wir hier eben unsere ungenutzte Disk. Diese können wir dann hier einfach mit Doppelklick anklicken und hier müssen wir jetzt noch Folgendes beachten. Zum einen müssen wir hier bei Bus bzw. Device den korrekten Typ angeben. Mit dem Freifunkrouter hat es bei mir super funktioniert, wenn ich jetzt hier virt.io Block verwende. Manch andere VMs starten gerne mit SCSI oder mit IDE. Je nachdem, wo du eben die VM heruntergeladen hast, musst du dort mal nachlesen, was du eintragen sollst. Gegebenenfalls hilft auch hier eine kurze Internetsuche weiter. Zur Not musst du einfach durchprobieren, was bei dir funktioniert, damit die VM gleich startet. Eine Warnung hier vorab noch, wählst du hier tatsächlich das Falsche aus, kann es aktuell passieren, dass die virtuelle Maschine nicht korrekt gestartet wird oder im schlimmsten Fall in einem Bootloop gestartet wird, den du so einfach über das Webinterface nicht mehr gestoppt bekommst. Wenn du in dem Fall dann keinen SSH-Zugriff mehr hast, hilft dir nur der Reboot des gesamten Hosts, denn du kannst die virtuelle Maschine dann nicht mehr abschalten. Also sei gewarnt. Bei mir, wie gesagt, passt hier virt.io Block, deswegen wähle ich das Ganze aus. Dann drücken wir hier auf Hinzufügen und dementsprechend wird jetzt auch die Festplatte an die VM angehängt und auch tatsächlich jetzt verwendet. Als nächstes gehen wir hin und entfernen hier die Dummy-Festplatte, die wir angelegt haben. Also drücke ich die an, hänge die erstmal aus. Will ich die wirklich aushängen? Ja, will ich. Und dann lösche ich die auch gleich. Also drücke ich hier die ungenutzte Disk an und drücke dann hier auf Entfernen. Ja, wollen wir wirklich löschen. Damit ist auch die weg und jetzt haben wir wirklich nur noch die Festplatten an der VM angedockt, die wir wirklich nutzen möchten. Mein Freifunkrouter braucht auch noch ein zweites Netzwerkinterface, denn über das eine geht das Internet rein und über das andere will ich hier nachher meine Access Points anhängen. Um das Ganze jetzt noch zu realisieren, gehen wir hin, fügen dem ganzen Ding noch ein neues Netzwerkinterface hinzu, also wählen wir hier eine neue Netzwerkkarte an. Fügen dann hier bei mir in dem Fall ein neues VLAN hinzu, denn ich muss das Ganze auf VLAN-Basis trennen, weil ich nur einen physischen Netzwerkport habe. Also gebe ich hier zum Beispiel das VLAN 12 an. Auch beim Modell wähle ich hier virt.io aus. Das funktioniert mit Linux-VMs einfach super. Gehe dann hier auf Hinzufügen und habe dann hier eben jetzt ein zweites Interface angelegt. Für Freifunk ist es auch wichtig, dass wir hier die Interfaces auf jeden Fall aktiv haben und nicht trennen, denn sonst kann die Firmware eventuell Probleme bekommen, sauber zu starten, weil wenn irgendwelche Interfaces fehlen, dann weiß sie ja gar nicht, dass die eigentlich existieren und kann sich nicht passend darauf einrichten. Deswegen arbeite ich auch hier gerne mit den VLAN-Tags, die dann irgendwo ins Nirvana geroutet werden und keinen Schaden anrichten. Perfekt, jetzt ist die Hardware erstmal einsatzbereit. Jetzt müssen wir nur noch kurz die Boot-Reihenfolge abändern, damit auch unsere virtuelle Maschine gleich starten kann. Dazu gehen wir hier auf die Option, gehen dann hier auf die Boot-Reihenfolge und machen hier einfach mal einen Doppelklick drauf. Wir sehen hier, wir haben jetzt unsere virtuelle Festplatte zwar zur Verfügung, die wird aber nicht genutzt. Deswegen setzen wir hier noch den Haken, damit das Ganze aktiv ist und schieben das ganze Ding einfach per Drag and Drop ganz nach oben. Denn ich will ja, dass immer von der Festplatte gestartet wird, weil in der Regel nie was im DVD-Laufwerk oder per Netzwerk verfügbar ist. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze hier auch abhaken, damit es gar nicht aktiv ist. Wir drücken dann hier auf OK und damit sind wir eigentlich fertig. Vergewissert euch jetzt einfach nochmal, dass ihr alle Optionen für eure Bedürfnisse korrekt gesetzt habt. Wenn ihr auch einen Freifunkrouter aufsetzen möchtet, dann ist das jetzt eigentlich alles gewesen, was wir tun müssen. Okay, wir können jetzt einfach hingehen,
die Konsole anwählen und die virtuelle Maschine mal starten. Also drücken wir da drauf und dann sollte hoffentlich jetzt auch gleich alles funktionieren. Sieht soweit ganz gut aus und ja, perfekt. Kriegt das OpenWRT Startmenü. Und der Router startet dann. Das sieht doch perfekt aus. Wenn ihr nicht so weit gekommen seid, dann habt ihr irgendwo einen Fehler gemacht und ihr müsst gegebenenfalls nochmal die Optionen passend setzen. Wenn ihr jetzt wirklich Pech habt, dann habt ihr jetzt auch gegebenenfalls einen Bootloop und müsst vielleicht mal den Host doch durchstarten, damit ihr auch die virtuelle Maschine wieder sauber ausbekommt, damit eure Änderungen beim nächsten Startversuch auch übernommen werden. Perfekt. Ich habe jetzt hier einen Freifunkrouter am Start, doch der hängt jetzt erstmal im Setup-Modus und tut erstmal gar nichts, denn er will ja noch eingerichtet werden. Doch wie komme ich jetzt an meinen Freifunkrouter? Da ich ja alles ins Nirvana route und die VLANs nirgendwo in meinem Netzwerk ansonsten vorhanden sind, mache ich einen kleinen Trick. Ich verwende einfach eine virtuelle Maschine mit Desktop auf meinem Host an sich, die ich jetzt gleich in das passende VLAN schieben werde. Dazu gehe ich einfach hin, habe hier mein Linux Mint vorbereitet, kann mich hier kurz anmelden, habe ja hier ein ganz normaler Desktop und damit komme ich auch problemlos ins Internet. Ich gehe dann hin, gehe hier auf Hardware und ändere auch hier einfach bei der Netzwerkkarte das VLAN-Tag ab. Momentan ist es die VM in keinem VLAN, aber das lässt sich ja ändern. Ich muss jetzt hier einfach in dasselbe VLAN, wo das WAN-Interface für meinen Freifunkrouter drinsteckt. Wir haben ja hier zwei Netzwerkinterfaces jetzt gerade angelegt. In der Regel ist es so, dass bei NAT 0 tatsächlich das normale LAN anliegt und bei NAT 1 das WAN. Also das ist der WAN-Port von unserem eigentlichen Router. Hier sollte das Internet dann nachher rein. Hier liegt aber jetzt momentan ein DHCP-Server an, der auch dann gleich eben das Webinterface, also Lucy, zur Verfügung stellt. Ich muss also hier in dieses VLAN, was ich jetzt momentan auf VLAN 12 gesetzt habe. Also gehe ich hin auf meine virtuelle Maschine, gehe hier in die Netzwerkkarte rein und setze hier bei VLAN-Tag das VLAN 12. Ich drücke dann hier auf OK, das ganze Ding wird übernommen und ich kann zurück in die Konsole. Wenn ich jetzt in meinen Netzwerkadapter gehe, den gegebenenfalls hier einmal neu starten, weil er hat jetzt hier die Einstellung nicht übernommen momentan. Sind wir doch im falschen VLAN? Okay, sind wir doch im falschen VLAN drin. Das ist so eine Glückssache, dass man hier das richtige Netzwerkinterface trifft. Also kein Problem. Ändern wir das Ganze kurz ab auf das VLAN 11. Drücken hier nochmal auf OK. Gehen zurück in die Konsole. Starten den Netzwerkadapter nochmal ganz kurz neu. Dann geht es ein bisschen zügiger und perfekt, jetzt haben wir eine IP-Adresse bekommen. Der Freifunkrouter vergibt normalerweise auch immer standardgemäß die IP-Adressen im 192.168.1er Subnetz und ich habe jetzt hier die 45 eben bekommen. Ihr müsst eben gucken, bei welchem Interface eben euer Router dann den WAN-Zugang bereitstellt. Deswegen route auch ich die ganzen Sachen in ein totes VLAN, dann kann hier echt nichts passieren. So, dann gehen wir hin und starten einen Webbrowser. Und rufen die Standard-IP für den Freifunkrouter auf. Also 192.168.1.1. Drücken wir Enter und perfekt. Hier kommt das Lucy-Web-Interface, wo wir jetzt die Ersteinrichtung vornehmen können. Wir gehen, bevor wir das Ganze hier ausfüllen, einmal hier oben auf Erweiterte Einstellungen. Gehen dann hier einfach kurz durch. Gehen hier auf Remote-Zugriff. Geben hier ein supersicheres Passwort ein. Damit wir eben von der Ferne aus auf diesen Router drauf zugreifen können, wenn er eben in Betrieb ist, weil wir können ja nicht das Webinterface dann so einfach hier starten. Wir drücken dann hier auf Speichern. Dann haben wir auch das Passwort hier eben wenn wir es richtig eingegeben haben. Dann übernimmt er das Ganze eigentlich auch. Jawohl, jetzt haben wir es richtig geschrieben. Dann gehen wir hier auf WLAN, können hier tatsächlich nichts anpassen, denn wir haben ja kein WLAN-Modul zur Verfügung. Dasselbe Spiel auch über privates WLAN. Wir können das hier aktivieren, aber das wird nichts bringen, weil wir haben kein WLAN-Modul. Was wir aber haben, ist hier den Netzwerk-Tab, wo wir dann hier den Haken setzen können, auf Mesh auf dem LAN-Port aktivieren, damit sich eben die Freifunk-Router mit der Freifunk-Firmware hierauf connecten können, damit eben der Router hier als Offloader funktioniert, weil er ja mehr Power hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch das Mesh auf dem WAN-Port aktivieren, müsst ihr aber nicht. Was ihr aber machen müsst, damit das Ganze hier übernommen wird, einmal hier auf Speichern drücken. Dann haben wir hier noch die automatischen Updates, die wir hier aktivieren können, wenn wir möchten. Ihr könnt hier auch den Zweig anders setzen, woher die Updates bezogen werden sollen. Ich habe hier eben standardgemäß den Stable Branch drin. Das passt eigentlich. Auch haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze eben locken zu lassen. Lassen wir aber lieber aus. Das spart Speicherplatz und schont ein bisschen die Festplatte, wenn nicht der ganze Schrott
gelockt wird. Wir können auch noch die Firmware aktualisieren, soweit eben ein Update zur Verfügung steht. So, nachdem wir dann mit allem hier durch sind, gehen wir zurück in den Wizard und richten das Ganze hier noch ein. Denn wenn wir hier durch sind und unten auf Speichern übernehmen klicken, dann kommen wir hier nicht mehr in die erweiterten Einstellungen rein. Deswegen zuerst die erweiterten Einstellungen, dann das hier. Wir können dann hier noch einen Knotennamen angeben. Standardgemäß wird hier automatisch was zusammengewürfelt. Wir können hier das Ganze editieren, zum Beispiel in Tutorial oder was auch immer. Dann haben wir hier die Möglichkeit, in meinem Fall die Domäne auszuwählen. Wir können hier eben was Passendes auswählen. Nehmen wir hier einfach mal Dreiland. Dann habe ich noch die Möglichkeit, eben die API nicht zu verwenden, um den Router eben zu orten, wenn eben zum Beispiel eine Karte geführt wird, wo man sehen kann, wo Freifunkrouter zur Verfügung stehen. Ich würde hier tatsächlich den Haken erstmal setzen, denn meine Freifunk-Hotspots können sich an anderen Punkten im Haus oder in der Straße befinden. Und wo jetzt der Freifunk-Offloader hier in dem Fall steht, ist vollkommen egal, meiner Meinung nach. Deswegen verwende ich hier für meinen Offloader nicht die API. Was wir dann noch aktivieren können, ist die Internetverbindung nutzen über die Mesh VPN. Deswegen setzen wir hier den Haken. Wir können dann auch die Bandbreite dazu limitieren, wenn wir das möchten. In meinem Fall sage ich einfach, nutze einfach das, was da ist. Ich habe genug zur Verfügung. Von dem her passt das. Ich kann dann hier auch die Knotenposition von Hand setzen. Wenn ich hier den Haken reinmache, kann ich hier Längen- und Breitengrad angeben, damit eben auf einer Karte der Knoten hier korrekt dargestellt wird. Das wird es aber erst, wenn ich hier auch dann den Haken setze mit Knotenposition veröffentlichen. Wie gesagt, meine Offloader müssen da nicht drin auftauchen, deswegen lasse ich hier den Haken weg. Zum guten Schluss kann ich dann hier noch meine Kontaktdaten eingeben, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse. Machen wir hier zum Beispiel einfach mal freifunk@hörli.net. Einfach, dass das nachher auftaucht in einem Webinterface oder so. Die Informationen sind ja öffentlich dann einsehbar. Falls ja irgendwas mit einem Router ist, dann weiß man, wie man mich kontaktieren kann. Wir drücken dann hier auf Speichern und Neustarten und dann werden alle Informationen gespeichert und der Router im Hintergrund neu gestartet. Zeitgleich kriegen wir hier auch nochmal eine Seite angezeigt, wo wir eben hier den öffentlichen Schlüssel des Routers jetzt einsehen können. Diesen muss ich jetzt eben an die Freifunk-Community, wie es auch hier oben steht, dann schicken, damit die eben das ganze Ding im System hinterlegen und der Freifunk-Router online gehen kann. Das werde ich dann nachher noch machen. Und wenn ich dann hier einmal nochmal rüberschalte zum Freifunk-Router, dann sehen wir auch hier, der hat jetzt einmal durchgestartet. Und wenn ich jetzt hier einfach dann einmal mit Enter reinklicke, dann habe ich hier eben die normale Kommandozeile und kann darüber eben jetzt auch den Router zur Not bedienen. Damit das Ganze aber jetzt auch funktioniert, müssen wir natürlich hingehen und den Router auch erstmal mit Internet versorgen. In dem Fall gehe ich dann hin, gehe wieder zurück auf die Hardware und wir haben jetzt ja herausgefunden, dass wir hier über Net 0 in dem Fall das Internet bekommen. Deswegen das hier ist jetzt mein WAN-Port und Net 1 ist mein LAN-Port. In dem Fall kann ich dann hingehen, hier das VLAN 11 eben rausnehmen, denn ich habe in meinem lokalen Netzwerk kein VLAN drin. Das Ganze dann hier mit OK bestätigen und jetzt sollte der Router auch Internetzugriff haben. Sprich, wenn wir hier mal reingehen und IP-Address eingeben, sehen wir es gerade noch. Ja, okay, es hängt da irgendwo drüber. Kommen wir jetzt gerade nicht hin. Müsst ihr vielleicht in eurem normalen Router mal nachgucken, welche IP-Adresse jetzt gerade der Router gezogen hat. Okay, war jetzt bei mir dann doch falsch. Das ist so der super schöne Vorzeigeeffekt. Ich muss dann doch hingehen und bei Net 0 das LAN-Interface draus machen, sprich, momentan mal kurz in ein totes VLAN und der WAN-Zugang ist wirklich bei mir jetzt Net 1, also hier das VLAN-Tag rausnehmen. Okay, und jetzt sehe ich auch bei mir im Router, er hat eine IP-Adresse gezogen, perfekt. Wenn wir zurück in die Konsole gehen, das Ganze nochmal abschicken, gucken wir mal, ob wir es sehen können. Jawohl, hier, wir haben jetzt die IP-Adresse 192.168.178.72 als in Anführungszeichen öffentliche IP-Adresse in meinem lokalen Netzwerk, worüber auch dann der Router erreichbar ist. Also ich kann jetzt hier wieder mein Terminal aufrufen oder mir hier eine neue Sitzung mal kurz aufmachen und hier dann per SSH mich auf den Router aufschalten. Also Root als Benutzer und die 192.168.178.72 als IP. Wenn ich das eingib, jawohl, da kriege ich den Fingerabdruck, den bestätige ich mal kurz mit Yes. Muss dann noch das Passwort angeben, was wir gerade im Setup-Prozess hinterlegt haben. Und wenn ich dann Enter drücke, dann komme ich hier rein. Perfekt. Hierüber kann ich jetzt auch problemlos den Router verwalten. Wie das Ganze funktioniert, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Jetzt muss ich nur noch hingehen und eben
den öffentlichen Schlüssel an meine Community schicken, damit die den Router freischalten. In der Zwischenzeit, solange die das Ganze freischalten, müssen wir dann natürlich noch hingehen, das VLAN, was wir jetzt hier gerade nutzen, also hier in meinem Fall jetzt das Beispiel mit dem VLAN 11, noch auf meinen Switchen anlegen und darüber dann die anderen Access Points zur Verfügung stellen, damit die sich wieder untereinander verbinden können und den Offloader eben als Verbindungsschnittstelle Richtung Internet nutzen. Damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Jetzt weißt du, wie du eben Images in Proxmox reinbekommst, um daraus eben eine virtuelle Maschine starten zu können. Am Beispiel eben von Freifunk. Wenn das Video gefallen hat, dann lass das Däumchen nach oben da. Hinterlass doch unten in den Videokommentaren noch deine Tipps und Tricks, wie du eben die Images importierst und welche Einstellungen du dazu verwendest, damit diese sauber bei dir anstarten. Hinterlass auch noch ein Abo, um keine weiteren Videos dazu zu verpassen. Und empfehle natürlich den Kanal an deine Freunde weiter, damit die gegebenenfalls auch einen Freifunkrouter in ihrer Proxmox-Umgebung aufsetzen. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und hau rein!